Moin moin, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. LS22, nordfriesischer Marsch. Endzüge im Kalk, ne? Der will noch 24 Minuten brauchen, aber ist tatsächlich gleich fertig. Denn wir sind ja mit Vorgewende angefangen und der Vorgewendefahrer ist gerade vom Hof wieder abgefahren. Haben wir gerade eben noch kurz gesehen vielleicht, ne? Und dann kommen wir hier zum Ende mit dem Kalken. So ist die Frage mit dem Düngen. Passiert da jetzt was oder passiert da nichts? So passierte nichts. Natürlich mit dem Tank vorne dran sind die AD-Kurse nicht ganz so brauchbar. Zumindest nicht, wo Leitplanken sind. Und wir machen uns gleich mal einen Überblick. Also ich glaube, mit Dreschen in der heutigen Folge ist vielleicht noch nicht los, aber wir gehen jetzt voll in die Vorbereitung gleich rein. Das heißt, wir nehmen mal unsere Drescher aus dem Parkmodus raus, so dass wir in Zukunft wieder durchtappen. Auf Schwatt legen wir nur Raps später wieder, wenn es erntereif wird. Machen wir wieder einen Rapsschwatt im Dreschen, da freue ich mich auch schon drauf. Was wollte ich jetzt noch? Einer fehlt noch, ne? Der hilft noch. Der hilft noch. Was, warte mal. Das ist der Rübenruder, Volvo Radlader, Konze, Schwader. So, Mercedes Sprinter, der John Deere Häcksler, der Topliner und da ist der Case. Und jetzt tappen wir, also ne, wenn wir jetzt durchtappen, kommen wir da auch wieder hin. Spannend ist bei ihm jetzt gleich, wie er sich beim Düngen verhält. Gibt es einen Mod, den Maschinenschaden verringert? Ja, wahrscheinlich nicht direkt, aber ich finde, mit diesem Werkstatt-Mod vom Achim ist das auch nicht mehr schlimm. Ne? Da zahlt man halt 10.000 oder was einmal täglich und kann seine Maschinen immer reparieren, kostenlos. Lackieren, reparieren. Tankstellenfunktion ist auch mit am Start. Also, was will man mehr? Das passt doch, ist doch gut. Okay, immer ein bisschen Deko hier, mal gucken. So, dann wollen wir mal gucken, wie das noch war. Ich habe ja, weiß auch nicht mehr, welches Regal jetzt welches war. Auch Regal 2 jetzt, ne? Ne, 4 brauche ich. Hier war ich ja drüben eigentlich. Derzeit lassen wir es mal an, weil dann sieht man, genau, Feld 4 ausfahren. Auch schon 84 Betriebsstunden auf der Uhr hier. Was ist eigentlich der Schnäppchenmarkt? JCB, ne, da ist gleich ein guter JCB drin oder so. So, der hier. Das Pickup für John Deere. Kann man auch. Gar nicht. Ja, da wird Hexe gut draus, glaube ich, weil das das Standard-Schneidwerk ist. Dann ein Pickup, dann wird der Häcksler gut draus, ne? Ansonsten ist der Wartungs, ne, der Verschleiß echt zu hoch. Muss aufpassen, ne, wenn wir jetzt hier so viele hinstellen, könnte sein, dass da vorne sonst gleich ein Kalkstreuer oder ein Düngerstreuer auf einmal parkt, weil er irgendwie, ne, weiter möchte. Und aktuell verwehrt bleibt. Der alte S96 hier.
meine, die sind ja alle gut genug für die Ernte, ne? Ich meine, der hat auch 43 Betriebsstunden. Ist auch noch recht neu. Müssen wir einmal austauschen. Gegen Schneidwerksregal 3. Das müsste ja hier sein. Durch das denn nicht? Arbeit beendet, sagt einer. Hier erstmal wieder einfahren. Jetzt können wir die drei ausfahren. Ich glaube, der wäre zu breit für den deutschen Markt hier, oder? Mehr als 3 Meter. Die deutschen Straßen. So, bevor wir jetzt aber den Fendt noch fertig machen, wie gesagt, Topliner müssen wir schauen später. Also ein Feld kriegt er auch weggeerntet, ne? Gut. 65 ist komplett fertig. Und der hat doch scheinbar ein bisschen was gedüngt da unten. Aber was macht er denn jetzt? Was ist jetzt orange und nicht mehr grün? Ja, schon wieder hängt er eben schon wieder rum. So, 66. Erster Wegpunkt. Übergeben. Los. Nee, stopp. Düngen. Also so, gut. Ja, mach ruhig Mineraldünger geben. Müsste gehen. Stört ja auch nicht, denn ne, wird er halt hinterher und düngt erst wieder, wenn es geht. Sagen, der kann doch nicht leer sein, dass der Kalkstreicher, ne? Gut. Letzte Ladung. Die BGI XXL produziert zu wenig Methan. Ich glaube, das ist verhältnismäßig tatsächlich so wie sonst auch standardmäßig eingestellt. In Wirklichkeit produzieren die Biogasanlagen auch gar nicht so viel. So, ne? So, was ist er? Gut. Ist der Vorgewendefahrer, ne? Der kann jetzt zurück zur Werkstatt. Der Fan kriegt dann zum Beispiel noch den 40.000 Liter Anhänger, ne? Na, hier steht ja schon mal so ein bisschen unsere Drescherflotte. Jetzt können wir noch den Fan fertig machen. Auch gut von der Zeit. Unser neuester Drescher hat bisher erst 11 Betriebsstunden.
Hat in der Topliner, mal kurz gucken. 28 auch nur. So, dann fahren wir die 3 erstmal wieder ein. Und dann brauchen wir die 1. Das Fanschneidwerk liegt ganz oben. Das war hier der Schwaderschneidwerk, ne? Das hängt hier ganz komisch drin. Weiß ich nicht, ob wir das gerettet kriegen. Das lässt sich auch aktuell nicht anfassen. Vielleicht über zurücksetzen oder halt mal Fach 1, ne, Fach 5 dann ausfahren. Da fällt schon fast von alleine runter. Ich bin noch nicht so weit, warum zittert das so, aber es ist, weil das immer so ein bisschen in den Boden reinbackt, das Schneidwerk, ne? Und die Ankopplung vom Schneidwerk. Sehr gut. Ja, die alten Topliner, ne? Wie gesagt, bei mir sind immer noch Kindheitserinnerungen, deswegen haben wir sie hier. Weiß nicht, wie viele Stunden ich als Kind auf so metrischer mitgefahren bin. Und natürlich hatte ich die auch als Siko-Spielzeug damals, 2 Stück. Naja, das gehört für mich dazu. Auch wenn er jetzt nicht der Haupternter ist bei uns, weil dafür ist er dann doch ein bisschen zu klein. Obwohl, wenn man davon 4 Stück hätte, wäre es auch wieder cool, aber das zu koordinieren ist wieder, ne? Nicht so einfach. So, Hofwerkstatt. Zurück für die letzten Meters. Und was ist jetzt eigentlich mit euch Düngerstreuer? Warum macht ihr hier so einen Terror? Wie wir sie aufteilen, welche Felder, weiß ich nicht. Vielleicht fangen wir tatsächlich erstmal mit einem großen Feld an und fahren mit allen einfach drauf. Und dann merke ich wieder, oh, das ist mir so chaosmäßig. Ich verteile dann wieder. Und dann hätte man zumindest schon mal ein großes Feld, was man dann direkt danach halt auch schon viel zu pressen hat und so, ne? Das müsste eigentlich reichen, um den Weg frei zu haben. Gerade der Kalkstreuer um die Ecke. Der muss auf jeden Fall erstmal sauber gemacht werden. Ich habe eigentlich keinen Scheinwerfer, ne? Ist ein bisschen schade jetzt wegen dem Licht. Wenn wir hier schon alles so schön aufbauen. So ein bisschen unauffällig in den Busch reinsetzen. Hier dunkel, ne? Man sieht da eh nicht viel von. Aber zumindest am Hofeingang ist ein bisschen mehr Licht. So, jetzt aus. Fertig.
Ja. Mehr Zeit für die Kühe. Oh ne, er kommt nicht am Schneidwerk da hinten vorbei. Also mit dem Düngen macht man echt noch ein Problem bei dem Feld da, ne? Ich meine, das eine ist fertig, okay, aber das andere macht echt Probleme. Wo ist unser kleiner Klaas? Der ist fertig. Den sollten wir jetzt hier rausnehmen gleich eigentlich. Weil er da vorne irgendwie da ist, wo ganz viel nicht gekalkt ist. Weil ganz viel platt gefahren ist. Dann sollte er auch zur Hofwerkstatt fahren, ne? Noch erkalkt. Tatsächlich mittlerweile. Warum das so eine Düngen, meine ich. Düngt. Warum das jetzt zu Beginn so schwierig war, weiß ich nicht. Also hier fehlen uns ein bisschen Bodenproben. Deswegen haben wir da so ein kleinen Knick in der Linse hier. Aber es wird gedüngt. Oh ja, auch schön. Der will aber noch 33 Minuten brauchen. Und das finde ich mir zu lang. Wir haben jetzt noch ein paar Minuten in der jetzigen Folge. Aber gar nicht mal mehr so viele. Dass ich jetzt eher schnell mal zum anderen Düngerstreuer rüber gucke, dass der das Vorgewende wegkriegt. In der nächsten Folge laufen die Drescher, ne? Definitiv. Jetzt reicht es auch mal. Der ist auf dem Rückweg schon. Den übernehmen wir jetzt hier gleich vorne. Nein, wir haben Vorfahrt. Hat er wohl nicht gut gewusst. Nochmal für Info, für die sich später zugeschaltet haben, wahrscheinlich heute 17.15 Uhr ungefähr, sage ich jetzt einfach mal. 17.15 Uhr live aus der Küche wieder bei uns. Shelly und ich kochen, essen und ja, ne? Inspiration könnt ihr euch davon auch holen. Mal gucken, ob es so schmeckt. Heute ist ein bisschen was ganz was anderes auf dem Speiseplan, zumindest so ein ich glaube sowas so Richtung Linsen oder sowas, was man hier auch ernten könnte. Von daher mal schauen. Circa Viertel nach fünf wahrscheinlich. Aus der Küche. Und ne, Kochtipps und Tricks. Da ist ein Koch dabei tatsächlich, der ein richtiger Koch ist hier unter den Zuschauern. Warte mal, ich kann den eigentlich auch hier mit hinfahren. Hier kommen wir doch auch auf Feld 66 rauf, dann kann ich sagen, nächster Wegpunkt. Kann ich nämlich von hier weitermachen zum Beispiel. Und von hier würde das Vorgewende zum Beispiel noch 7 Minuten dauern. Aber wir können noch mal kurz auf das Feld gucken. Ich bin jetzt hier. Es wird natürlich dann auch Sinn machen. Stopp mal. Den sogar einfach hier nach... Machen wir natürlich, fahren wir wieder ein bisschen was kaputt. Ne, hier fahren wir nicht kaputt. Dann würde ich nämlich hier schon losschicken, dann kann er noch eine Bahn mehr machen zum Vorgewende. Linsen gehören mit dem Spätzle und den Seitenwurst. Ja, guck mal, habe ich keine Ahnung von. Habe noch nie Linsen gekocht. APL ist gelernter Koch. Achso, ja, dann du lieber nicht reinschalten. Oder uns gute Tipps und Tricks nochmal geben. Ja, wie auch immer, wenn es denn zeitlich passt. So. Muss noch gucken, es gibt den Seehecht, glaube ich, irgendwie mit irgendeinem Linsengemüse, weiß ich nicht genau. Mal gucken.
So was haben wir noch nie gegessen. So was haben wir noch nie gekocht. Soll 30 bis 40 Minuten dauern, glaube ich, wieder. Aber mal gucken. So, wir sind aber schon wieder so gut wie am Ende der Folge, Leute. Und von daher gibt es eine bisschen längere Pause. Ich organisiere mir jetzt erstmal einen neuen frischen Kaffee. Also nicht wundern, wenn es 2, 3, 4 Minuten länger dauert. Im besten Falle komme ich dann wieder und die Düngergeschichte ist fast fertig, ne? Ich hab Bock, also man hat jetzt so lange wieder darauf hingearbeitet, auf die neue Erntesaison, dass man echt die Mähdrescher auch einfach wieder auf dem Feld haben will, ne? Viel Stroh produzieren, Vermehrungsgras dann und so weiter. Das erste Mal dreschen hier in meinem Spielstand. Im Multiplayer haben wir es ja jetzt schon ein paar Mal gemacht. Lohnt sich, Vermehrungsgras, weil jetzt noch also diese Kombination aus halt. Getreide, das man hat zum Verkaufen. Und eben auch Saatgur hier, Quatsch, Gras für Silage oder für Heu. Ich weiß auch noch nicht, vielleicht müssen wir nochmal eine Bestandsprüfung machen. Ja, da kommt der Kalker nach Hause. Aber das können wir dann immer noch, ne? Weil im Juni dürften auch unsere... Nenne ich auch die Kleefelder ist wieder fertig. Und Luzernefeld. Oder das ist dann erst die Erntereife, die erste, weiß ich immer nicht genau. Ne, also hier ist noch im Wachstum und wenn sie zwei Erntereifstufe haben, müsste es eigentlich noch einen Monat länger dauern, ne? Hier ist im Wachstum noch 2 von 3, das ist noch ein bisschen früher. Das kleine 30er-Feld, weil Gras, da ist nichts. Und die anderen Felder gehören ja uns noch nicht, wir haben ja noch keine großen Grasfelder gekauft. Wer weiß, vielleicht machen wir das natürlich auch bald mal. Gut, gut. Hier mal den Düngerstreuer nochmal zu gucken, die noch arbeiten. Achso, der sucht sich gerade eine neue Reihe. Ich wollte schon wieder Panik kriegen. Der von hier braucht auch 14 Minuten. Guck mal, das passt ganz gut. Mal gucken, wenn wir ihn wiedersehen. Gehen wir mal zum anderen. Mal 14 Minuten ist ganz entspannt. Wenn ich 4 Minuten länger Pause, also ne, Pause mache, dann sind das nicht mal mehr 10 Minuten gleich. Er hat noch 40%. Für wenn du willst, habe ich ein Eisrezept für dich und Shelly. Ja, kannst du uns gerne zukommen lassen. Zwerge sind im Bett. Schluck auf. Die Frage ist ja, ob er das hier schafft bis zu dem Start von dem anderen, ne? Oder ob der nochmal auffüllen muss für so ein paar Meter nachher. Das wird dann noch ein bisschen Zeit kosten, aber ist auch nicht so schlimm. Liebe Leute, vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.